So, ich begrüße euch zu einem wunderbaren, wundervollen neuen Motorvlog. Ich freue mich sehr, mir ist ein bisschen kalt, Digga, weil ich dachte, es ist wärmer, aber der Gegenwind ist so eiskalt. Auf jeden Fall treffen wir uns jetzt mit 6 Leuten. Ich zeige euch die alle gleich, wenn ich an der Tanke bin, weil ich bin 20 Minuten zu spät. Und jetzt fahre ich zur Tanke. Da warten, also müssen theoretisch 4 Leute warten. Einen holen wir gleich noch ab. Und dann ist heute wieder großer Gang-Gang-Rideout. Wir fahren durch Berlin. Wir gucken einfach, was der Tag heute mit sich bringt. Heute haben wir nicht wirklich eine Mission, außer die Jungs halt nach Hause zu fahren jeweils. Sonst läuft eigentlich nicht viel. Ich habe Todeshunger. Ich habe heute weder was gegessen, noch habe ich bisher was getrunken. Also mir geht's körperlich bin ich dehydriert. Ich bin körperlich im Arsch. Grundlegend. Und ich weiß nicht, ob die Jungs jetzt noch Zeit haben, was zu essen, kurz zu trinken oder so, weil Wasser habe ich dabei, nur zu essen müsste ich mir noch kaufen. Eigentlich habe ich mich einfach aufs Bike geschwungen und bin losgefahren, damit ich wenigstens so ein bisschen rechtzeitig komme. Wisst ihr, wie ich meine? Nicht so komplett verspätet, sondern so ein bisschen rechtzeitig. Ach so, und Laurin ist wieder dabei. Ja, sorry, Digga. Zeitungen austragen, du weißt, hat länger gedauert. Was geht, Jungs? Ich hoffe, ihr habt alle bisher einen guten Tag. Ich habe noch nichts gegessen und oder getrunken heute. Hast du Wasser mit? Ja, Wasser habe ich dabei. Ja, aus. Ich hab richtig... Geh ran. Nimm dir, was du willst. Laurin. Lang haben wir uns nicht mehr gesehen, Alter. Ich brauche auch den Rucksack, sonst kriegst du nicht mehr zu. Doch, ich habe letztes Mal mit einem Rucksack... Ist so. Letztes Mal war er richtig gut, ja. Ich hatte gar nichts mehr. Ja, trink ruhig. Alles gut. Ich sag gerade, ich habe noch nichts getrunken heute. Ist okay. Laurin, du bist... Ich hab's gar nicht gesagt, du bist der Verunfallte. Oh, Digga. Alles gut? Geht's dir gut? Geht's dir gut? Ja? Scheiße. Digga, das ist meine Arbeitshose. Mein Scheiß, mal auf da oben, das ist da unten. Ja, ich hab schon gesehen. 7000 Euro Schaden hat Laurin mir schon erzählt. 7000 Euro Schaden, wegen dem, was ich gezeigt hatte. 6500. Und das hier ist neu, ne? Ne, ist gebraucht. Natürlich ist es neu. Sieht man. Schon geil aus hier. Ja, das Rote sieht schon nice aus. Alter, ich muss mir die auch holen. Die passen ja perfekt zu meinem Motorrad. Wunderschön, Digga. Sieht geil aus. Sieht richtig geil aus. Hat zum Glück alles Vollkasko übernommen. Bei Laurin und Versicherung. Also, gar kein Problem. Trotzdem hart, Digga. Aber hattest du da vorne nicht noch ein Verkleidungsstück vorher? War da nicht vorher eins? Nee. Nee? Okay. Aber ja, ist mir klar, Digga. Der Motordecke und die Ölwanne wird noch ausgetauscht. Ich bekomme noch neue Vorderradfelge mit neuen Vorderreifen. Die obere Gabelbrücke und der Lenker wird noch ausgetauscht. Und das alles wegen dem Unfall oder was? Wegen dem... Ja. Alter. Aber jetzt ist erstmal, wegen des Unfalls. Ach, Digga, du Schwanz. Jetzt ist erstmal sicherheitsrelevant wieder in Stand gesetzt. Ja. Dass ich fahren kann. Ja, das ist gut. Frag mal Dings noch, ob er noch kommt, Elias. Ich hol euch kein Eis, ihr Schwänze. Ach so, nee, ich wollte mir eigentlich da ein Brötchen holen. Da holen wir mal ein Red Bull. Ich hol hier gar nichts. Wer denn? Wer ist es? Wer ist es? Ja, guck mal, wir wollen jetzt hier noch, die essen jetzt hier noch kurz was und so, chillig will ich. Und dann brauchen wir auch noch mal kurz so... Ah, zu Sebastian. Der kommt nicht. Ich werde jetzt erstmal was essen. Digga, Sebastian klingt wie 20, Junge. Warum klinge ich denn... Was? Der ist 16. Okay. Das ist auch Sebastian heute übrigens. Habe ich ganz vergessen in der Anmod. Sebastian ist ein Kollege von John. Der hat sein Bike auch bei dem Yamaha-Händler geholt, wo wir immer unsere Bikes reparieren lassen. Grüße gehen raus an Finn. Ich liebe dich, wir haben uns lange nicht mehr gesprochen, aber ich liebe dich trotzdem, du bist in meinem Herzen. Und den holen wir heute noch ab. Mit dem fahren wir heute auch noch. Also wir sind am Ende, müssen wir 6-7 Leute sein. Oh. Ich würde das hier, das in der Mitte von den dreien nehmen. Also nicht das nicht das mit Käse, sondern das davor. Wenn es geht. Genau das, ja. So. Hui. Einen schönen Sonntag. Ebenso. Ebenso, Bruder. Oh Gott, ich hasse das.
Ebenso, ebenso, Bruder, die Frau ist arbeiten am Sonntag und ich sag zu ihr, ebenso einen schönen Sonntag. Gute Arbeitsschicht, war. Oh, warum verkacke ich sowas immer so doll? So Jungs, jetzt muss ich den Helm erstmal absetzen und ich esse erstmal dieses wunderschöne leckere Brötchen. Steve, du siehst heute wieder sehr gut aus. Ja, ja. Das bin ich bei Red Bull mit so gut sicher. Digga. So ein Schaden, die Atzen. Aber mich freut, dass die MT-07 wieder funktioniert. Ich sag euch ehrlich, von den Bikes, die ich bisher gesehen habe, neben der hier, ist das hier mein Lieblingsmotorrad, glaube ich. Wegen dem Auspuff, weil die klingt wunderschön. Wer nimmt das Vollkasko oder Garantie? Jetzt denk mal kurz nach. Vollkasko. Warum wegen sollte Unfall? Das die Garantie übernehmen, ja, okay, wenn ich mein Motorrad schrotte? Digga, wenn der auf meinen PC kommt, Digga, und sich das anguckt, oder der wird mich kaputt schlagen, Digga. Digga, der denkt, ich bin der größte Höhenmensch, Digga. Ich sollte mir so einen VLC-Media-Player downloaden, ne? Ja. Er versucht, Digga. Digga, ich bin der größte Höhenmensch, Digga. Er versucht eine Datei zu. Digga, sie öffnet sich nicht. Er sagt, sie hat eine Datei. Du hast die falsche Programme. Digga, er sagt, ich bin der größte Höhenmensch, Digga. Mesh Intercom einschalten. OP Mesh Kanal 1. So, wo fahren wir jetzt hin? Kurzer Plan. Ja, so Richtung Eiche. Richtung Eiche und dann. Oh, ich höre jemanden. Oh, Richtung, oh, du geile, du auch drin, oh, du geile Sau. Ich bin auch drin. Ja, perfekt. Wir fahren jetzt Richtung Eiche und dann holen wir Sebastian ab. Sebastian kenne ich noch nicht, aber ist Sebastian korrekt? Sebastian ist korrekt, Digga. Och, du Schwanz. Wir haben es verstanden, Digga. So eine Scheiße. Mach mal an. Mach mal an. Ich will es wieder hören. Oh, die klingt noch schöner. Oh, Digga. Ist halt mein, du kannst nicht vergleichen. Meine Sportler? Ja, ich weiß, beide klingen wunderschön. Ich würd beide. Ja, das hat da nichts mit Sportler und Naked zu tun, Digga. Das hat was mit den Zylindern zu tun, Digga. Doch, Sportler hört sich immer, kannst du dir anhören. Sportler hört sich immer anders an. Geh weg, du Pimmel. Ja, fahr doch, du Schwanz. Ich muss noch meinen Handschuh zumachen, Jungs. Bist du ein Pimmel? Sag mal, fahr doch, was willst du denn? Was willst du denn jetzt so? Ja. Du kannst auch. Du kannst auch, ja. Du kannst auch weiter. Ist kein Ding. war jetzt. Wir sind so nah aneinander gewesen, das war wie geil. Jungs, Alter, könnt ihr mal aufhören, euch ja gegenseitig auszuziehen? Sorry. Sein die Blinker an, Digga. Dein Blinker ist ja so hammergeil, tippgeil. Dein Blinker ist im Rücklicht, Digga. Ja, okay, Digga, hol mal keine Akkustand Toten niedrig. Oh, Jungs, mein Sehner-Akku ist Akkustand niedrig. Hält es jetzt noch ein Stück? Bist du hässlich? Oh nein, Digga. Hast dein Sehner nicht geladen? Hast du ein Ladekabel mit dafür? Ja, hab ich. Ja. Ja, dann. Ah, wenn wir die nächste Pause machen, müssen wir erstmal laden. Ja. Laurin, ich hab dich richtig vermisst. Wirklich. Da muss ich auch mal näher rankommen, weißt du, wie ich meine? Ist alles gut. Och, Digga. Fick dich. Genau 2 Wochen bin ich nicht gefahren. 2 Wochen? Top. 2 Wochen, Alter. Ich habe so viel erlebt in 2 Wochen schon wieder. Wirklich, das sind auch 2 Wochen. Nein! Viel, Digga. Vergiss es. Das ist einmal passiert und wird nie wieder passieren. Ey, das musst du ins Video, bitte. Digga. Letztens, wir waren an der Ampel, er zieht meinen Schlüssel raus und schmeißt ihn weg, Digga. Digga, wie heißt das Mädchen nochmal, mit dem wir gefahren sind? Nein! Lee, irgendwas mit L, oder? Nein, nicht mit L. Hä? Tanja! Ja. Tanja! Also, du hast ja noch deine Maske, ne? Welche Maske? Ja, ich kann irgendjemandem meine Sturmhaube geben. Ey, gib die mal Steve, Digga. Steve, können wir machen, Steve. Ich hab Sebastian, den kannte ich schon von Instagram, Digga, weil er war auch mal bei. Und jetzt waren wir vorbeigefahren, da war ich aber nicht auf dem Motorrad immer, da war ich immer an der Ampel bei mir. Ja. Digga, und gestern, ich seh ihn so, ich mach so. Auf einmal stehe ich am Bahnübergang, auf einmal guckst du mal Rückspiegel, ich sehe so Sebastian, Digga, der ist mies korrekt auf jeden Fall. Und hast du irgendwie eine Digga-Störung eigentlich? Hast du eine Digga-Störung? Nein, ja, habe ich wirklich. Ich weiß, wer hat gefragt? Digga! Oh Gott, tu mir das nicht an. Ja, ist der hässlich. Ich liebe John. Das ist schon mein Lieber. Ich hasse sowas, Digga. Ich fahr so ungern so eine Straßen. Das ist so langweilig. Okay, weiß. Wo, John? Wo?
Digga, die Straße ist aber schön eng, gefällt mir. Ist auch gut, Digga, dass alle vorfahren aus der Richtung, Digga. Oh, Jungs, Sinn, Jungs, oh Gott, so. Oh Gott, oh Gott, damit hab ich erst was machst du immer? Ich dachte, wir wollen gerade aus, Digga. Ja, du musst doch auch mal deine Ziel, deine Blickführung. Ja, pass auf, enge Kurve. Hey, Digga, fick dich. Jungs, wir müssen mal mit mir Kurven üben. Ja, dann musst du mal mit uns mehr bedienen, Digga. Ja, aber ich kann ja noch nicht schnell Kurven fahren. Das ist ja das Problem. Ja, das kriegen wir halt mit dir. Warte, ich will hier noch mal kurz langfahren, Jungs. Nee, oh Mann. Warum habe ich denn das nicht geschafft? Der Junge, Pea. Wie konnte ich denn das nicht schaffen, Digga? Wir warten alle. Ja, warte. Alles eine wollen wir uns jetzt hier hinstellen oder nicht? Ja. Ich fahre noch eine Runde. Scheiß 125er Fahrer immer, Digga. Wirklich. Jungs, jetzt schaffe ich es aber. Gucke, wie ich vorbeirolle, wie ich. Och, Alter. Asozial. Jungs, ich muss jetzt meinen Sehner erstmal laden. Alter, stell dir mal vor, Lorin. Stell dir mal vor, du wohnst da drüben in dieser Villa, Digga. Alter. Wie teuer muss das sein? Nicht weit von Berlin entfernt. Ja, mach ich jetzt. Nicht weit von Berlin entfernt, auf dem Feld, Alter, wo immer Ruhe ist. Oh. Ist es normal, dass wenn das Ding lädt, meine Kopfhörer Rauschegeräusche machen? Ich weiß nicht mal, ob du es benutzen kannst, wenn es lädt. Hallo. Ja, kann ich. Scheinbar. Bruder, das klingt, als würde das Sena gleich explodieren vom Sound her in meinem Ohr. Da kriege ich direkt Glücksgefühle, Digga, wenn ich nur am Gas ziehe. Guck mal, ich glaube, auf deiner sitze ich auch besser als auf meiner. Ja. Digga, ich schmeiß sie nicht. Ich schwöre auf Mutter, ich schmeiß sie nicht. Nicht Angst, Respekt! Oh, Digga. Alter! Boah, Digga! Ich bin gerade mit meiner gefahren, das war wunderschön. Das war wunderschön, Digga. Ich bin jetzt schon richtig süchtig danach zu beschleunigen. Ja, im zweiten Gang, du beschleunigst, Digga. Das ist geisteskrank. Darf ich nochmal einen Soundcheck machen? Warte. Hört euch den wunderschönen Auspuff an. Oh, Digga, das ist so wunderschön. Klingt wunderschön. Hört mich gar nicht, glaube ich. Kannst du so klein, aber ich schaffe es manchmal noch. Also, ich muss sagen, da ist vielleicht kein. Wunderschön. Habt ihr aber bei mir die Steuerkette gehört? Die wird immer schlimmer, Bruder. Damit, da kann ich morgen direkt mal nachfragen. Hörst du richtig, wo die Steuerkette langläuft, Digga? Das Klackern. Ist aber erstmal nicht so schlimm, aber trotzdem. Ist geil, oder? Ja, es ist 125er. Oh mein Gott, was? Willst du den zu deiner fahren? Ja, wenn du willst, kannst du mit meiner fahren. Aber nicht legen, nicht legen. Dieser Standardspruch heute. Ja, nicht legen, nicht legen. Jetzt soll ich mit John seiner fahren, Dicker. Digga, ich bin noch nie mit einem anderen Motorrad gefahren, will ich kurz anmerken, aber Johns ist viel tiefer als meine. Oh, was eine Scheiße. So ein leises Motorrad. Und sie ist halt super bequem. Das muss man sagen. Aber irgendwie ist es auch eine sehr unsportliche Sitzform, die er hier hat. Der Sitz geht hinten sehr stark nach oben bei der neuen. Ich finde ja die neue an sich nicht so geil. Hey, Digga, kann er mal damit aufhören? Bruder, mach mir aber keinen Motorschaden, ja? Mach mir aber keinen Motorschaden! Ey, Digga. Hallo, Kanal 1. Alter.
Bin drin, Jungs. Ich habe auch schon gesagt, sag ehrlich, John, bei mir ist die Sitzpose ist aggressiver, oder? Sportlicher. Ja, ja. Viel sportlicher, ja. Ja. Moin, Sebastian. Wir sehen uns, ich bin Per. Ja. Genau. Oh, Daddy. Wer ist er denn? Was ist er denn? Sie. Oh, was ein Feiner. Das haben wir schon früher auch. Oh, hallo. Oh, hallo. Oh, wer bist du denn? Ja, hallo. Hallo, Feiner. Die ist ja toll. Die ist ja mega toll. Ja. Sam ist so am. Ja, wer bist du denn? Wer bist du denn? Sam ist so am eine klassische Kultur, die sah auch so aus. Die ist. So süß. So süß. Nein. Nicht dran rumkauen. Das ist eine tolle. Guten Tag. Hallo, ich bin Peer.